easy go. Willkommen zurück zu Deponia. Tja, unsere Aufgabe ist es, uns mit Klitis auf der oberen Aussichtsplattform zu treffen. Ja, Rufus, ich mache ja hin, dann ist ja nicht langweilig. Und, ja, da lass mal Golma auf dem, was auch immer das ist. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Uah, Rosenkohl und dann auch noch frittiert, ja, für die Deibel. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Okay. Nachricht Goldach wieder Pommes. Hebel 2. Schwundware. Geht ja alles kaputt hier. Aha. 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Okay. Ein Regal. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Okay. Dann machen wir es mal weg. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum ein Stecker? Och nö. Echt jetzt? So einfach? Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Ah, anscheinend schon. Oh, Britz. Jetzt werden wir auch noch von dem Automaten ausgedacht. Betrug. Okay, Zuckerwatte. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Okay, einen Stock. Naja. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Kaugummi rauslassen. Ist wohl nichts mehr drin. Ach, wir haben den letzten Kaugummi. Okay, dann würde ich sagen, wir suchen uns mal ein Stöckchen. Ah, sieht aus wie... Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Ach, Hoffentlich lief da drin auch die 50 Cent. Ja, wenn ich nur dran denke. Oh, bin ich mal wieder wichtig. So, gucken wir uns mal erstmal Bahnhofshalle. Oh, ziehen wir uns da erstmal ein. In der Bahnhofshalle. Ein Mosaik. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen. Und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen. Und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge, ich brauche mehr Licht. Sieht mir eher nicht nach einer Abschiedsrede aus oder so. Eher nach einem wütenden Mob. Eine Klappe. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur 1 bedeuten. Oder 0. 1 oder 0. Steinchen, das nehmen wir mal mit. Kieselsteine. Okay, wo geht's hier hin? Zum Fahrstuhl. Ah, so einfach kann es ja wohl nicht sein, oder? Verdammt, funktioniert denn hier gar nicht? Hätte ich mich auch zu früh gefreut. R-U-F. Das war's nicht. Das vielleicht. R-U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Knapp. Eine Ölkappe. Putzschrank. Seife. Okay. Putzsachen. So, was brauchen wir? Putzsachen. Wer hier kein Frühjahrsputz machen. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Ja. Okay, ich weiß, worauf es hinausläuft. Oh Mann.
Was noch ein Mosaik? Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Okay, in die Klappe können wir eine Fackel reinstellen. Das weiß ich vom anderen. Ist das hier? Den können wir nicht anklicken. Okay, dann gehen wir mal raus und schauen uns draußen mal, wie das so ausschaut. Ah, ein Schrottplatz. Vielleicht können wir da ein bisschen Wasser mitnehmen. Okay. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich... Okay, ist nicht Steinchen, das wollte ich, die Seife. Schau mich. Den Mob kann man bestimmt auch da reinstellen. Ja, so spart man schon Platz im Inventar, das ist auch gut. Okay. Ach, wo bekommen wir jetzt eine Fackel her? Sehen wir uns mal wieder im Candy Shop um. Genau, hoch, so. Ja, im Candy Shop. Sardellenautomat. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringt. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Oh. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ah, das hat es auf jeden Fall. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Ich glaube, so alt sind die auch, Alter. Ich glaube, wir müssen die verputzen. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Ja, und so schmeckt der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Bezweifle ich, Alter. Bezweifle ich ganz stark. Sag ich ja. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Okay, Stock. Geht der Hebel jetzt mal? Jetzt steht er auf Calzone. Oh, Calzone ist schon was Geiles, aber am Stieß, am Spieß. Jetzt steht er auf Phosphor. Mal gucken. Phosphor. Phosphor leuchtet doch. Gucken wir mal, vielleicht können wir das Mosaik damit erhellen. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Okay, funktioniert nicht. Könnt ihr vielleicht mit dem radioaktiven Wasser da ein bisschen aufpimpen? Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Okay, das ist es nicht. Hier hat Radioactive Man drin gebadet. Okay. Dann können wir bloß nichts mehr machen. Ja, gehen wir mal das andere Mosaik da putzen. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen was weiter. Oh, man. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Ja, hoffe ich auch. Mist! Der Wischmob
ist zerbrochen. Oh, scheiße. Na, so ein Jammer aber auch. Okay, und wo ist der Wassereimer hin? Er fehlt ein Stück Scheibe. Ah, wir haben ein Stück Scheibe. Drücken wir das mal rein. Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Das schmeckt ja auch wie eine Kellerassel. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Nee. Das kombinieren wir jetzt mit den Mosaikstückchen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was dran kleben können. Ich brauche mehr Licht. Ich brauche mehr Licht. Ja, aber wie bekommen wir das mehr Licht? Das einzige Licht hier hinten. Okay. Das kriegen wir leider nicht kaputt. Aber wie kriegen wir die Fackel zum Leuchten? Erstmal noch mal so ein Stück Zuckerwatte. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 Millimeter nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Hier steht, des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Ja, wir wollen doch nur Zuckerwatte. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 Millimeter nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Ah. Ah, wir haben den falschen Stock. Keine Ahnung. Na also, sie hey, leuchten. Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Na, dann machen wir so eine Sache. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Oh, das hört sich immer so appetitlich an. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Okay. Gehen wir uns jetzt das Mosaik da mal reinziehen. Vielleicht können wir das dann vollenden. Zur Bahnhofshalle. Und zuerst gucken wir uns das an, würde ich sagen. Ja, nein, nicht die Luke zumachen, Rufus. So. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Okay. Ziehen wir uns zuerst das rein. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und retten ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag. Nein, nicht zu machen. Zuckerwatte mitnehmen. So, und wir geben der Zucker. Zuckerwatte zu diesem Mosaik hier. Gucken, ob wir den Glasscherben da Mosaikfetzen einfügen können. So, rein damit. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Nett. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ach, ein Minigame. Ich hasse Minigames. Ich glaube, das habe ich auch hier schon mal gesagt. Kann man die auch ein bisschen drehen? Nee, sieht nicht so aus. Puzzle spielt ein Arsch, echt. Ich überspringe die Kacke. Naja. Vielleicht schneide ich es irgendwann mal rein, wie ich es fertiggestellt habe. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich. Geh rein, geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Ups, na, und was toll. Ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Na, eine Taschenlampe. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Okay. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht doch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Okay, wir haben eine Taschenlampe. Gehen wir mal zum Aufzug. Probieren mal, ob er fährt. So. R-U-F-U-S. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Also, geht doch. Moin. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh, fuck. Die Organons. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ja, aber erstmal den Hebel da. Soll nicht zu einladend aussehen hier. Uns die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Hört sich gut an. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken.
raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Ehrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Was heißt da Ratte? Oh, scheiße, das sieht uns... Oh. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Okay, hier lang kommen wir nicht. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Okay. Naja, ich will... Naja, wir unterhalten uns noch mit Cletus. So einen alten Sack. Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal... Und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Boah. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. Ja. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Ja, würde ich mal wissen. Deponia wird gesprengt. Was? What? Ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Hey. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe...
Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Oh, ja, schon. Ich werde dich einen aufs Maul hauen, Alter. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseins-Dataset. Das sieht aus wie das ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Und wie eine Mini-Disk. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Okay, Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie... Weiß nicht. Darauf leben und so. Schön. Das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, watz. Geht doch nicht. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen. Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Oh. Mein was? Arsch. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ja, dich zum Beispiel, Penner. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, wir arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf
Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlebeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Boah, der ging ab. Du scheinst den Bohnherr tatsächlich zu hassen. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Na, nur sehen wir besser aus. Naja. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Finger weg, verdammt. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Finger weg, verdammt. Komme ich an die Tasche, das ist doch nicht wahr. Okay, naja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.